Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Was bedeutet akkreditieren? Weiß das jemand? Ich habe es nachgeguckt. Ich wusste es auch nicht so genau. Es bedeutet Glauben schenken. Und das ist nämlich im Kern das Wesentliche. Die Akkreditierungsstelle, die eine, die wir demnächst haben werden, die DAX GmbH, die wird zuständig sein dafür, dass die vielen Zertifizierungsstellen, die wir haben, die also Zertifikate ausstellen, das sind die Label in der Wirtschaft beispielsweise, das bekannteste, will ich mal nennen, das TÜV-Siegel und weitere Siegel, die noch hinzukommen, die wir aus der Lebensmittelwirtschaft kennen beispielsweise, dass den Zertifikaten Vertrauen geschenkt werden kann. Und das ist vollkommen klar, denn es muss ja eine Stelle geben, die sozusagen überprüft, dass diejenigen, die ein solches Zertifikat ausstellen, tatsächlich nach bestimmten Normierungen und nach Grundsätzen arbeiten. Und insofern ist das folgerichtig, dass wir eine einzige Stelle haben, die DAX. Und wir haben es im Ausschuss schon besprochen, und man hätte es auch anders organisieren können. Es hätte keine GmbH sein müssen. Es hätte durchaus auch eine Behörde sein können, eine klassische Behörde. Man hat sich dafür entschieden, das sozusagen in der GmbH-Form zu führen. Da gibt es viele, viele andere Beispiele. Und insofern glaube ich, ist das richtig, was wir tun. Es geht um hoheitliche Zwecke und es geht darum, das Qualitätssiegel auch tatsächlich ihren Qualitätsanspruch behalten können gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es ist nämlich in der Tat ein großes Thema des Verbraucherschutzes. Und deswegen ist die Lücke, die entstanden ist, dass wir Schattenakkreditierungen tatsächlich haben, notwendig zu schließen. Denn wir wollen nicht, dass ein Unternehmen oder doch, man kann sagen, Unternehmen, was eine Zertifizierung macht, ein Zertifikat ausstellt, damit Geld verdient, sich gleichzeitig selber akkreditiert und sozusagen damit die Freiheit gibt, entsprechend zu arbeiten. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch an der Theke im Supermarkt Klarheit über die vielen, vielen Label, die es da gibt. Auf die muss man sich verlassen können. Und das ist notwendig und richtig. Insofern ist das ist die europäische Verordnung, die jedem Mitgliedsland das vorschreibt, eine einzige Akkreditierungsstelle haben zu müssen, genau richtig. Und wir wissen, dass wir jetzt der Wirtschaft Glauben schenken können. Die Verbraucher tun das auch. Ich bitte um Zustimmung für unser Gesetz und schenke jetzt dem Parlament 3 Minuten und 25 Sekunden. Guter Mann. Nächster Redner, Thomas Kemmerich für die FDP-Fraktion.